Hallo und herzlich willkommen wieder bei einer weiteren Folge Let's Play City Skylines. Ja, und ihr seht, Bro City wächst und wächst und wächst und ja, ich finde es schon richtig nice und wir werden heute wieder einiges zu tun haben in dieser wunderbaren City. Und zwar eine Sache vom letzten Mods. Ich weiß nicht warum, woran das Problem liegt, aber der Traffic Manager und dieser Helikopter-Button sind einfach wieder weg. Ist einfach wieder weg und ich würde sagen, wir werden einfach mal weiterspielen und wenn die Mods sich weiterentwickeln, weil die noch im Alpha sind und der nächste Patch rauskommt, dann läuft's vielleicht und dann haben wir vielleicht auch nicht mehr so das Problem mit diesen Mods und dann gehen die wahrscheinlich auch wieder und dann ist das alles sollten. So. Rücke die Rück tut schon so ein bisschen. Bei 500 Mods kann das schon mal passieren. Und ich war ja hier beschäftigt mit der Autobahn. Die machen wir jetzt fertig und danach, ich habe ja auch noch von diesem Mod hier diese letzten Tests. Und dann werden wir U-Bahn und Bus sollten wir dringend mal in dem Stadtviertel New York bauen. Lichtungsviertel haben wir das hier nicht benannt eigentlich. Was ist denn das eigentlich jetzt für ein Viertel? Wie groß ist denn das? Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte mal schnuppern. Ich glaube, da habe ich noch keinen Namen gegeben oder habe ich das? Hatte ich das so genannt? Das hatte ich doch nicht so genannt. Aber ist schon mal ganz cool, dass es jetzt auf Deutsch gibt, ne? Dass es jetzt Viertel heißt und nicht mehr District oder sowas. Das ist jetzt auch schon neu seit einem Patch. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich diesen Stadtteil nennen soll. Ich nenne diesmal jetzt einfach mal Bremerhaven. Wird doch gar nicht so geschrieben, oder? Ich nenne es trotzdem jetzt mal so. Passt. So, und jetzt muss ich hier mal noch wunderbar diese Dinger hier verbinden, weil die klappen ja noch gar nicht bisher. So, dieser Mod, den ich auch so geil hier fand, der ist nämlich auch plötzlich einfach weg. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber die sind einfach plötzlich weg. Obwohl ich sie nicht deinstalliert oder deabonniert habe, sie sind einfach weg. Ich denke mal einfach, das ist ein Mod und die brauchen einfach noch ein bisschen die Gommen noch in die Gänge. So, und ich muss jetzt mal... Oh, scheiße! Das hat ja schon mal ganz toll funktioniert hier. Hä? Warum macht er denn auch... Mann! Da denkt das Spiel nicht ganz so cool mit. Hallo? Hä, jetzt müsste eigentlich stimmen. Hä? Das war sogar richtig rum. Warum geht es da nicht? What the fuck? Kann mir das mal einer erklären, was jetzt hier für eine Party abgeht? Halt's Maul. Also ich kapier's gerade irgendwie nicht, ehrlich gesagt. Und zwar... Nee, andersrum will ich doch jetzt haben. Ich habe keinen Schimmer, warum das jetzt nicht geht. So, ich glaube, ich muss jetzt die Pfeile hier ändern. Kann das sein? Die Pfeile hier ändern? Genau, so. So ein Schmarrn aber auch. Warum ist jetzt hier noch das Ding? Warum ist hier noch das Ding? So, jetzt stimmt's. Jetzt sind, glaube ich, die hier falsch rum, ne? Genau, jetzt müssen wir da mal Autobahn ausfahren und müssen da jetzt alles ein bisschen... Ist alles jetzt ein bisschen verkehrt herum. Ein bisschen blöd. Obwohl, das stimmt doch eigentlich. Wir müssen nur das hier wieder richtig rumdrehen. Ja, das stimmt. Das hier stimmt leider nicht mehr. Das können wir leider auch nicht drehen. Da müssen wir umbauen. Das ist ein bisschen blöd gelaufen. Kappet jetzt so ein bisschen durcheinander gebracht, glaube ich. Aber das stimmt ja auch nicht. Hier, guckt doch mal die Verbindungen. So rum, wie ich es vorher gemacht habe, war richtig. Hä? Die Spiele ist gerade sowas von durcheinander. Wo kommt der LKW jetzt plötzlich her? Ach, die können jetzt schon drauf fahren. So, es war eigentlich, meins war eigentlich richtig. So. Korrekt.
trotzdem eigentlich falsch herum, das Ding hier. Und muss mir jetzt mal was überlegen. Und zwar reiße ich jetzt einfach mal das hier ab und ja, mir bleibt keine andere Wahl, ne? Ist ein bisschen scheiße irgendwie gerade. Dass das so durcheinander ist. So. Jetzt müssen wir das hier... Das ist total behindert. Was ist hier? Okay. Ich mache das jetzt anders, weil mich nervt das irgendwie ein bisschen, dass das alles falsch rum ist. Und zwar dies hier geht jetzt hier runter und dockt jetzt hier an. Und das hier bewegt sich jetzt hier hoffentlich noch möglich, im möglichen Rahmen, noch hier so rüber. Scheiße. Ist ziemlich, sieht immer ziemlich uncool aus, aber ich mache das jetzt so, weil es andersrum nervt es mich einfach extremst. So, und andersrum genau dasselbe. Habe ich jetzt wieder falsch rum gemacht? Bin ich jetzt bescheuert oder sowas? Auf Droge oder wie? Ne, jetzt müsste doch stimmen eigentlich, oder nicht? Ja. Jetzt müsste es eigentlich stimmen, nur hier will er irgendwie noch nicht was machen. Nein! Oder, ach, der gilt für das untere, glaube ich. Das untere ist eigentlich jetzt, oder? Doch, das zählt fürs untere. So, jetzt haben wir das. Jetzt haben wir das auch. Und jetzt müssen wir nur wieder die hier rum richtig machen. Die das natürlich wieder nicht wollen. Doch, jetzt. Hallo, würdest du es bitte machen? Ah ne, ist jetzt ja richtig, deswegen. Ich will erstmal wieder diesen Kreis hier richtig bauen. So. Und machen natürlich auch wieder hier das alles korrekt. Hallo? Geht's noch? Korrekt machen, danke. So. Jetzt müsste alles stimmen. Hoffen wir es mal. Weil jetzt, andersrum wäre es total bescheuert geworden. Mit den ganzen Verbindungen und hier. Da habe ich auch keine Lust drauf. Und jetzt bauen wir hier oben um. Weiß nur noch nicht wie. Jedenfalls müssen wir jetzt mal Pause drücken und müssen jetzt mal hier alles vernichten. Und dies hier nehmen. Hier rüber nehmen, ganz genau. Und dann schon mal so, perfekt. Und das wird vielleicht schon ein größeres Problem. Das dachte ich mir schon, aber es geht. Und dann müsste es eigentlich hier rüber. Das mache ich jetzt aber anders. Ich hoffe zumindest, dass es noch irgendwie funktioniert. Ganz genau. Und jetzt hier so rüber. Ganz genau. Und dann soll es eigentlich, hoffentlich, hier so noch drauf gehen. Das funktioniert nicht mehr. Scheiße. War eigentlich mal ein Plan, dass es jetzt noch so drauf geht da. Wäre vielleicht richtig nice geworden. Scheiße, jetzt geht das nicht mehr. Wegen der Brücke verbietet er mir das jetzt. Ich probiere jetzt mal kurz das aus.
So. Funktioniert. Hoffentlich noch. Perfekt. Jetzt muss ich nur wieder die Richtungen richtig machen. So. Und schon haben wir hier ein richtig geiles Kreuz. Wir sind natürlich noch nicht fertig. Und zwar haben wir jetzt hier, müssen wir dafür sorgen, dass die hier drauf kommen noch. Das machen wir jetzt auch noch. Also, Quatsch, nicht die hier, sondern die hier. Die sind ja eigentlich vorher hier runtergefahren, hier drauf. Das ist jetzt natürlich nicht mehr möglich. Und da müssen wir uns jetzt was Neues ausdenken. Ich weiß noch nicht was, aber irgendwas Neues. Es könnte ein bisschen kompliziert werden, würde ich sagen. Mein Vorschlag wäre ja jetzt, man fährt hier runter. Warum geht es nicht so, wie ich es will? Jetzt. So, man fährt hier runter. Jetzt mal ganz ein bisschen weiter runter. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Gucken, ob das hier unten durchlang geht. Nee. Müssen wir mal gucken, ob das irgendwie funktioniert. Ja. Mal gucken, ob das hier so rüber geht. Scheiße, nein. Ich krieg das noch hin, ich krieg das noch hin. Das wird eine spektakuläre Kreuzung sein, jetzt schon. Und self-made und nicht irgendwie ein Mod oder so. Verdammt. Okay, das ist ein bisschen uncool. Aber weil ich das nicht anders machen kann, geht das letzte Mal so. Jetzt haben wir wahrscheinlich nur mit dieser Verbindung noch ein Problem. Die muss jetzt hier durch, hier irgendwie hoch und da dran, sonst habe ich ein Problem. Guckt euch dieses Ding mal an. Richtig nice. Ich weiß nicht, ob wir das noch hinkriegen. Es könnte ein richtiges Problem werden. Und schade, dass man eine Ego-Perspektive nicht bauen kann. Ah, da komme ich auf jeden Fall durch. Jetzt ist die Frage, wo ich genau hin muss. Ich müsste eigentlich irgendwie... Da, damals. So, und dann hoffen wir einfach, dass er rangeht. Bitte, 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 bitte. Schlecht, sieht schlecht aus. Eigentlich müsste es gehen. Ich weiß nicht. Ach, der Balken ist da jetzt im Weg. Ah, scheiße. Können wir nochmal von vorne anfangen. Also nochmal neu. Und jetzt machen wir das hier mir. Fuck, ich glaube, das wird ein Problem. Wieso kriege ich das jetzt nicht mehr so hin, wie ich es will? Mal eine Schnieke hier, mach doch mal weg hier. So. Ah. So, jetzt müsste es eigentlich gehen. Sollte eigentlich, will er aber nicht. Ort ist bereits belegt. Verstehe ich einfach nicht, dass er mir erlaubt, bis hierhin zu bauen und dann plötzlich stört es ihn dann doch, dass ich unter der Brücke baue. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Hier, die fliegen hier noch eine Runde. Kapiere ich irgendwie nicht. Ich glaube, da müssen wir jetzt umbauen. Das ist eh das falsche Kreuz, merke ich gerade. Scheiße, wo ging das denn nochmal hin? Das hier ist das, was hier dran muss. Fuck, wo muss das denn hier nochmal hin? Ach, das muss... Scheiße, ich glaube, das muss hier drauf. Die müssen hier drauf. Hat das Thema ja eh schon mal erledigt. Oder war das was anderes? Ich glaube nicht. Obwohl es die Gebickigkeiten sind. Die können ja gar nicht da so drauf. Scheiße!
Jetzt habe ich das durcheinander gebracht. Also, die hier können hier drauf und die hier können gar nichts eigentlich. Die können hier nur weiter geradeaus fahren, sehe ich gerade. Das heißt, eigentlich ist das eine Strecke, um hier drauf zu kommen. Das könnten die natürlich auch jetzt anders, ne? Da könnten die auch jetzt, da können wir auch sagen, glaube zumindest, dass wir sagen könnten. Da brauchen wir die ganze Brücke hier gar nicht mehr. Da kannst du auch sagen, hier so drauf eigentlich. Will er noch nicht mehr. Das mag er nicht. Da sage ich doch nur Scheibenkleister. Und werde jetzt mal noch das abreißen und wie es immer so lange dauern würde mit den ganzen Straßen, ne? Das wäre wunderschön. Dann könnte ich mich mit anderen Sachen beschäftigen. So, jetzt muss ich nämlich mal gucken, was ich jetzt überhaupt noch mache. So. Ich weiß nicht, ob das noch geht. Anscheinend geht das nicht. Ich würde gerne einmal so drumherum, oben drüber, aber anscheinend funktioniert es von der Höhe her nicht. Oh, ist aber schon sau hässlich hoch. Kann ja nicht sein. So. Dann haben wir mal ganz was Verrücktes, Cooles gemacht. Kommt es irgendwie hier drum. Ah, hier haben wir es. Hier so rum. Mal gucken, ob wir jetzt schon ohne was zu machen da drauf kommen. Nee, leider nicht. Aber jetzt mal hier schon runter. Und jetzt gucken wir mal, ob wir drauf kommen. Ja. Dann mache ich das jetzt einfach mal so. Sieht auch cool aus. So, jetzt müssten eigentlich die hier auch noch rund und hoch kommen. Sonst, ich wüsste sonst nicht, wo die noch hin sollten. Ah, die müssten eigentlich auch noch hier drauf. Quatsch, können sie doch. Hier. Scheiße, ist die Müller-Scheiße jetzt im Weg. So, dann gehen wir jetzt mal so und machen das mal so. Und sagen, hoffentlich kommt ihr hier so drauf. Scheiße, geht doch, geht. So. Aber, genau, dann können die nämlich auch hier so lang. Aber die müssen auch noch hier drauf können. Das heißt, wir müssen nur noch mal hier so eine geile Abfahrt machen. In der Hoffnung, dass es funktioniert. Schade. Scheint nicht so zu klappen. Ich muss gucken, wo die hin müssen mit dem Boden. Das ist immer das Problem. So geradeaus, genau. Und jetzt hier so rüber. Ganz genau. Und jetzt runter. Obwohl, nochmal zurück. Er müsste jetzt schon runtergehen. Ja, genau. Runter. Und ich sehe schon, das wird nicht klappen. Ja, dann eben so. Komm schon. Mist, es geht nur hoch. Und dann so drauf. So. Dann haben wir es doch. Nice. Guckt euch diese Kacke an. Ein riesen Chaos habe ich da mal da angelegt. Richtig nice. Scheiße, wir müssen uns da hinten mal um was kümmern. Das funktioniert jetzt auch. Ich drücke jetzt mal Play und guck mal, ob die ganzen Autos so weiterfahren, wie ich mir das wünsche. Und hoffe, dass dann auch das hinten diese ganzen Dinge sich auflösen, weil die brauchen nämlich Kunden und Ware. Und darum müssen wir uns jetzt, vor wir in New York, im Stadtviertel New York, Bus- und U-Bahn bauen, Linien. Da müssen wir uns erstmal um Hafen und Güterzug und alles kümmern.
Das scheint ja schon ganz gut zu funktionieren. Hier will keiner drauf, aber hier so, das klappt schon ganz gut. Sehr nice. Und die Autobahn wird irgendwann auch stärker befahrbar sein. Das sehen wir schon. Einer will das schon. Nice. Einer will das schon. Das gefällt mir schon richtig gut. Das wird irgendwann, wenn wir diesen Stadtteil weiterbauen, auch noch schöner aussehen. Definitiv. Oh, hier ist noch ein Fehler. Kein Wunder, warum die nicht fahren können. Hier ist noch ein Fehler. Was ist das denn schon wieder für ein Fehler? Falsch herum sehe ich gerade. So, jetzt Hammers. Jetzt wird auch diese... Nee, doch, jetzt wird diese Strecke auch befahren. Und die sind jetzt vom Lieferservice. Die liefern jetzt hier ab, aber das ist zu weit weg. Das Problem haben wir jetzt hier richtig viele, wie ihr seht. Nicht genug Kunden, nicht genug Verkaufswaren. Also, das ist jetzt schon zu viel, was ich an dieser Ecke gebaut habe. Muss ich auch offen zugeben, dass... funktioniert, aber wenn man zu wenig macht, funktioniert es auch nicht mehr. Deswegen, was ich jetzt machen muss, ist, ich muss hier einen Güterbahnhof hinbauen und diese Zugstrecke dahin knallen. Das ist dann richtig effektiv und das werde ich jetzt auch tun. Oh, wir verlieren sogar Einwohner. Das ist gar nicht gut. Gucken wir mal, ob das nur ist. Könnte jetzt nur daran liegen, das Problem. Hier sieht man gerade extrem viel die gleichen Häuser. Deswegen sieht hier alles sehr, sehr gelb und stichig aus, finde ich. Aber okay, gut. Ja, Allianz Arena wollte ich auch noch bauen und ich wollte noch den nächsten Fußballplatz bauen, der ja auch Justin Cup und ein paar andere von euch immer gerne gesehen. Ich will noch so viel bauen. Irgendwie geht das halt zu schnell, aber ich muss mich jetzt erstmal darum kümmern, dass ich hier Einwohner verliere und ich glaube, das liegt wirklich an diesen Buttons hier. Okay, was haben wir denn für Güterbahnhöfe am Start? Da habe ich noch ein bisschen was geholt. Das ist einfach ein normaler Bahnhof. Ich glaube, es gibt nur den Bahnhof. Da habe ich keinen anderen geholt bisher. Dachte ich natürlich, wie ich den Blick gelaufen. Okay, dann bauen wir den. Wo bauen wir den denn hin? Wir brauchen jetzt mal eine Straße. Eine große, wenn es geht. Muss ich mir was überlegen, weil wie kriege ich die Strecke? Die müssen hier so lang, wenn es noch geht. Ne, eigentlich müsste der Bahnhof hier hin. Das passt eigentlich schon ganz gut, weil dann können sie. Oh, hier sind noch ein paar Tote. Müssen auch mal drum kümmern. Genau, bauen wir den Züge der Bahnhof hier hin, dann können die da und dahin fahren. Gute Idee. So machen wir das. So. So, und da kommt jetzt der Güterbahnhof hin. So, perfekt. Und dann können wir auch noch mal sagen, so, können wir das auch machen? Genau. Perfekt. So. Achso, das könnte einspurig sein, ne? Genau, einspurig. Bin ich jetzt richtig mit der Spur? Ja, bin ich. Gut. Hat kein Wasser und hat kein Wasser. Interessant. Das U-Zeichen gehört zu Wasser. Interessant. Auch mal gut zu wissen, ne? So. Jetzt braucht's auch Strom. Das ist ein bisschen blöd, ehrlich gesagt. Wegen so ein bisschen braucht's jetzt Strom. Halleluja. Nur wegen so einem kleinen Abstand, ne? Aber gut. So, und jetzt bauen wir einfach ganz racki-zacki diese Schiene dahin, weil dann kommen diese Güterzüge automatisch. Machen wir einmal so und dann einmal ganz genau und einmal so. Und natürlich bauen wir den Zug hier so weiter hier hinten hin. Erstmal sinnlos, bringt uns jetzt erstmal noch nichts, aber
Oder könnte uns bald sogar was bringen. Könnten wir bald einen Bahnhof hinbauen. Schauen wir mal. So erstmal. Mehr bauen wir da erstmal nicht. Jetzt müssten da bald Güterzüge kommen. Von dort drüben auch. Unter anderem. Und von anderen Stellen. Hier müsste man eigentlich auch mal noch einen Güterbahnhof hinbauen. Weil dann können diese Leute hier mit den Waren in den Bahnhof reinfahren. Das ist kein Witz, das geht wirklich. Fahren mit dem Güterzug hier hin, fahren hier an den Bahnhof wieder raus und fahren dann hier drauf oder hier hin zum Gewerbe. Und es wird wahrscheinlich hier dann besser laufen. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, weil mir hier so einige abnippeln. Brauchen wir, glaube ich mal, jetzt geht es sogar wieder hoch. Das war wirklich das Problem, aber es ist noch nicht ausgereift, das Problem, ja. So, wir machen hier mal wieder eine Cache hin. Und den Friedhof machen wir da Amor hier. So, und... bauen gleich mal die U-Bahn. Oh, hoppala, was habe ich jetzt gemacht? Irgendein Mist. Und bauen da jetzt mal... So. Und dann... U-Bahn-Station bitte. Weil ich verliere gerade Einwohner. Das passt mir gerade überhaupt nicht. Baue ich hier eine U-Bahn-Station hin. Wo sind meine Tunnel? Hier. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich die U-Bahn-Linie, das ist mal das bisschen Verwirrende, ob ich die dann einfach weiterziehen kann hierhin. Ganz genau. Ah gut, hat funktioniert. Nur irgendwie falsche Seite oder... Ah nee. Nee, sogar richtig, genau. Sehr gut. Dann können jetzt die Leute nämlich auch bis hier hinfahren mit der U-Bahn. Das ist schon mal sehr gut. Das könnte hoffentlich bald helfen. Bisher noch keine Güterzüge entdeckt. Hoffentlich kommen da bald noch welche. Eieieiei, das ist ja richtig heftig. Nicht genügend Verkaufswaren. Gucken wir mal kurz. Waren erstellen wir so gut wie gar nicht mehr. Wir haben 1000 Agrarprodukte. Aber daran liegt es nicht. Es liegt eigentlich an der Lieferung, die nicht funktioniert. Deswegen müssen wir auch jetzt mal ganz schnell einen Hafen hin. Aber ich hoffe, dass bald dieser Bahnhof hier noch hilft. Eigentlich müsste ich jetzt mal... mich darum noch dringend kümmern in dieser Folge. Jetzt muss ich mal... Scheiße, warum geht denn das jetzt nicht? So, jetzt hier ging es doch gerade. Mach's doch bitte wieder nochmal. Danke. Hier mal den Zug entlang fahren lassen. So, und jetzt hier mal hier so drüber. Komm schon, muss schon gehen, finde ich. Danke. Hier mache ich das auch. Und dann gibt es hier eine Brücke rüber, die hoffentlich schön aussieht. Ich möchte, dass es schön aussieht. Danke. Ist ja nur ein bisschen höher, ehrlich gesagt. Weil ich will, ich hoffe, es funktioniert. Perfekt. Und jetzt noch hier so. Hoffentlich geht's. Bitte, 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 bitte. Ich habe auch bitte gesagt. So. Sieht ein bisschen komisch aus, aber sollte funktionieren. Jetzt haben wir hier auch hier eine schöne Zugverbindung. Jetzt können wir nur beten, dass das hier bald besser wird. Ich glaube, wir müssten... auch hier noch einen Güterbahnhof hinknallen. Irgendwie sind die Häuser hässlicher geworden. Ich muss mal meine Details gucken. Ich scroll hier ein Stückchen zurück und schon sehen die Details scheiße aus. Ich muss mal kurz gucken. Option, das ist irgendwie komisch. Detailstufe niedrig. What the fuck? Was geht denn hier ab? Hier hat sich ja alles wieder geändert. Das ist etwas nervig, dass er das einfach einmal ändert. Macht da aber auch keinen Unterschied mehr irgendwie. Das ist etwas, was bei diesem Spiel leider etwas extrem zu kritisieren ist.
er wendet diese Dinge ungern ordentlich an. So. Und ich glaube, was ich jetzt machen werde, ist, ich guck mal kurz, kommen hier die ersten Güterzüge, die kommen hier einfach nicht an. Das ist ein bisschen scheiße. Hier drüben haben wir ein extremes Problem. Hier muss ein Güterbahnhof ganz dringend hin. Und da muss ein Hafen hin. Irgendwie war es. Hauptsache, es kommt da Ware geliefert. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwie den hier noch ranmontieren können. Achso, wir müssen ja an die Straße ranbauen, ganz genau. Versteht ihr mich? Ich glaube schon, ne? Und zwar machen wir den jetzt, hoffentlich, bitte, bitte geht das hier so hier ran. Das wäre nicht schlecht. Schade, weil ich nur die Zugverbindung hinknallen muss. Aber eigentlich will ich ihn hier oben haben. Hier eigentlich so. Das wäre richtig nice. In anderen Worten würde ich sagen, fuck! So, dann knall ich ihn jetzt hier hin. Da freuen die sich richtig, da sind die dann richtig glücklich. Eigentlich total bescheuert da und ich verliere mehr Einwohner. Ich muss mich gleich echt mal drauf achten. Das liegt an diesem Problem hier. Ich hoffe, wir kriegen dieses Problem gelöst. Sonst Ende im Gelände. Nein, Ende im Gelände nicht, aber... So, ich mache das jetzt mal mit Endstation. Oder warte mal, das müsste eigentlich sogar gehen, oder? Ja, sieht scheiße aus, aber ist mir so egal. So. Jetzt muss das hier endlich mal... Warte mal, jetzt müssen wir mal... Ich habe noch eine Idee. Jetzt weiß ich, was ich mache. Und zwar Richtlinien. Oh, 100 minus 32. Jetzt geht's aber richtig hier los. Ist hier drüben vielleicht irgendwas? Habe ich irgendwas verpasst? Nee, hier drüben leben sie glücklich. Wird eine tolle Skyline gerade. Mich nervt es irgendwie, dass seit die irgendwie auch diese Mods weg sind, das guckt euch mal an, wie scheiße das aussieht. Erst ganz toll in der letzten Folge von der neuen Qualität geredet und jetzt ist sie total gerade am Arsch. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Und zwar müssen wir uns aber jetzt erstmal um was anderes kümmern. Wir müssen... Es gibt hier so eine Möglichkeit, Dienstleistungen zu verbessern. Und zwar verdoppelt die Industriegebäude produzierte Waren... Genau, das war's. Jetzt produzieren die mehr Waren. Glaube ich zumindest. Muss mal gucken, ob es noch woanders was gab. Steuer, Bürogebäude, das sind alles so Steuern. Das bringt mir nichts. Nee, das war das hier. Ermöglicht die Industrie durch Nichtbeachtung einiger Sicherheitsregeln noch effizienter zu arbeiten. Verdoppelt die von Industriegebäuden produzierten Waren. Ja, das sollte sein, aber es hilft mir immer noch nicht. Es schwankt noch hin und her und wir müssen in der nächsten Folge mal rausfinden, wo hier diese Probleme liegen. Es sind eigentlich Verkaufswaren, bauen dann in der nächsten Folge hier mal einen Hafen rein, in der Hoffnung, dass es funktioniert. Könnte ein Problem geben mit der Höhe. Das ist das Blöde an dieser Map. Schauen wir dann mal, ob das klappt. Eigentlich müsste es auch klappen. Ich habe noch keinen Güterzug gesehen. Eigentlich müssen Güterzüge kommen. Weiß nicht, wie lange er braucht, um das zu realisieren. Und die sind nämlich richtig effektiv, die Güterzüge. Sieht man eigentlich hier. Hier müsste gerade einer gewesen sein, weil hier fahren gerade viele in einer Reihe. Meistens fahren nämlich mehrere Autos in einer Reihe, wenn gerade ein Güterzug da war. Gut, vielen Dank, Leute, fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir kriegen das Problem beseitigt und können dann bald schnell weiterbauen. Bis die Tage, euer Dico.